Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Paddy on Tour in der Natur mit Paddy on Tour. Und zwar, wir sind hier in Büttgen, wie ihr gerade gelesen habt. Und mir ist was aufgefallen. Denn ich habe eben, gerade eben, da ganz hinten gibt es so, wie sagt man, da gibt es ja so Feldweg, Landweg. Und da habe ich schon aufgenommen, aber über die YouTube-App. Bedeutet, der greift automatisch immer nur auf den Hauptspeicher zu und ich habe das jetzt gerade mal ausgetestet und deswegen hat das nie geklappt. Der hat eigentlich auf die SD-Karte zugegriffen und das ist halt so das Ding. Und dann dachte ich mir so, ja komm, ich war jetzt quasi vor Büttgen, also in, ja, schon, ich sag mal Karst, und ja, da habe ich ein paar Schafe kennengelernt, ein paar Voltilams und ja, warum bin ich hier? Erstens Urlaub, zweitens Spaziergang, drittens ein Freund von mir, der Ronny, aka Hot Wings, für diejenigen, die ihn mal irgendwo in einem Stream-Chat oder so gelesen haben, der ist hier aufgewachsen und der geht hier halt sehr gerne hin. Der kennt sich hier sehr, 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 sehr gut aus. Ab und zu war ich mal mit ihm hier und ich dachte mir, ja, ist halt so eine Art Dorf, so eine Kleinstadt, sag ich jetzt mal. Ganz so sehr kenne ich mich halt nicht aus. Aber das ist halt so das Ding. Dass ich mir gedacht habe, ja komm, warum gehen wir nicht mal hier hin? Apropos, es gibt Neuigkeiten. Der gute Mr. Horror Jumper, aka Paddy, hat jetzt seine Prüfung beendet. Ich habe bestanden. Ich bin jetzt Fachlagerist. Und jetzt habe ich noch ein Jahr, was ich dranhänge, beziehungsweise kann, aber ich hänge es halt dran. Dann werde ich Fachkraft für Lagerlogistik und dann habe ich endlich meine, ja, Ausbildung hinter mir. Wenn man bedenkt, ihr müsst euch das so vorstellen, am Anfang war ich in der Ausbildung als Glaser, habe da richtig reingeschissen, sag ich mal, was nicht so schön war, habe da sehr viel Zeit drin investiert und so weiter. Und ja, das war halt so nicht so ganz mein Ding. Hat mir schon Spaß gemacht, aber ja, ich habe da halt nicht wirklich was in der Schule und so ein Kram halt getan, ne? Das ist halt so das Ding. Und deswegen habe ich mich jetzt besonders angestrengt. Und deswegen bin ich froh, dass ich es bald hinter mir habe und dann habe ich doch noch die Kurve gekriegt. Weil nach dieser einen Ausbildung war ich ja erstmal 2 Jahre lang im Callcenter tätig. Was jetzt nicht unbedingt so, ja, auf Dauer was gewesen wäre, beziehungsweise auch viel zu wenig Lohn und die Arbeitsverhältnisse dort sind auch nicht die schönsten. Deswegen musste ich mir da was anderes überlegen und ich bin schon froh, dass es jetzt alles läuft. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß nämlich, wenn wir jetzt hier durchgehen, ist das so eine Art Friedhof oder so und da möchte ich jetzt nicht drüber gehen und ich muss das auch nicht unbedingt filmen, falls ihr mich versteht. Ja, deswegen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ihr mich auch ein bisschen sehen könnt. Wir gehen gleich auch mal durch die Stadt. Wundert euch nicht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hören konnte, aber das ist so eine Art Altenheim. Und die Rentner haben mich gerade alle, also was heißt Rentner, aber ihr wisst, was ich meine, die älteren Leute haben mich gerade beobachtet. Die fanden das sehr witzig. Der Typ hat erstmal, ja, ich sag mal, spezielle Musik gehört mit seinem Fahrrad. Ich guck mal, wo wir am besten lang gehen. Ich bin hier schon heute ein bisschen rumgegangen, aber ja. Ich weiß nicht, was ich euch alles genau zeigen kann und was nicht. Ich zeige euch quasi das, was ich so kennengelernt habe. Es gibt ja auch so einen Sportplatz, da wollte ich jetzt aber nicht drüber gehen. Ich weiß nicht, wie das da geregelt ist, weil da gibt es auch so einen Skaterplatz. Und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich zum Skaterplatz jetzt gehen würde, ist das nachher so, dass die Leute, ja, vielleicht braucht man da die Maske und so einen Kack, wisst ihr, was ich meine? Das muss ich jetzt nicht haben, vor allem Dingen, wenn ich jetzt gerade ein Video mache. Aber okay. Ja, ansonsten, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, für die,
ja, die mal ab und zu in die Videos reinschauen oder so. Ich habe meine Haare abrasieren lassen. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Ich fühle mich damit wohler. Auch wenn einige halt vielleicht sagen, dass es vielleicht nicht besser aussieht, beziehungsweise vielleicht sogar schlechter. Aber ganz im Ernst, Leute, das kann mir egal sein, denn es geht sich darum, dass man sich selber besser fühlt. Und ja, es ist immer wieder witzig, wenn andere einen beobachten hier. Hier kann, also wo wir jetzt gerade hingehen, ne, damit ihr euch ungefähr ja, orientiert oder orientieren könnt. Wir sind jetzt quasi auf dem Weg zum Bahnhof. Von dort aus bin ich auch hier hingekommen. Das heißt, ich bin schön mit dem Zug gefahren. Und ja, dann können wir ja mal durch die Stadt gehen. Mal gucken, was hier so abgeht. Eben war noch nicht so krass voll. Vielleicht auch, weil einige arbeiten müssen. Vielleicht auch einige im Urlaub sind oder einige haben auch so Gärtchen, Schrebergärtchen etc. Kann ich das verstehen. Oh, ist heute ein bisschen windig, ne? Ich hoffe, man versteht mich. Ich achte ja schon darauf, dass meine Hand nicht irgendwie das Mikrofon verdeckt. Am besten ist, wir gehen jetzt mal runter. War gerade UPS. Ja, hier ist der Bahnhof, falls euch interessiert. Hier ist die Unterführung, quasi, um auf die andere Seite zu gelangen. Dann gehen wir mal zum Marktplatz, würde ich sagen, ne? Ja, apropos, das hatte ich eben auch erwähnt, damit ich es nicht nochmal vergesse. Der gute Konka Eichhörnchen, aka mein Freund und Helfer, der Gute und ich werden noch in meinem Urlaub, das hier ist die erste Woche, nächste Woche habe ich noch eine Woche und dann muss ich wieder arbeiten, wollten einen Race machen zu Crash Bandicoot 1, 2 und 3, aber wir werden erst den ersten Teil machen. Die Classic-Spiele, wenn alles hinhaut. Deswegen schauen wir einfach mal. So, jetzt kommen wir zum Marktplatz. Ich guck mal, ob das Lichtverhältnis gleich gut ist. Ach ja, deine Idee für Cars. Oh mein Gott, ein Werbeplakat. Apropos hier so, hier bei so, ja, so kleinen Springbrunnen oder so, ne? Kennt ihr das bestimmt auch, ne? Wenn man was kleiner war. Man fand das immer so aufregend und wie so ein Abenteuerspielplatz und man wollte immer irgendwie dahin. Also ich war auch einer von denen. Ja, man könnte sagen,
Das war schon quasi fast der ganze Spaß, der ganze Marktplatz. Also ich meine, so groß war das jetzt nicht. Kannst ja noch mal so vielleicht sehen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Nostalgische Bindungen großartig kann ich nicht erzählen, außer dass wir ab und zu auf diesem Sportplatz waren. Und der Ronny, der ist da halt öfter skaten gegangen. Ich war dann halt mitgekommen. Ich habe mich halt nie großartig getraut, vor allem Dingen, da waren so ein paar Rampen. Oder ich glaube nur eine. Das war halt nicht so mein Ding. Da bin ich wirklich, muss ich sagen, bin ich so ein kleiner Schisser. Aber ja, hier vorne ist Büttger Fass. Das ist irgendwie so eine Kneipe oder so. Ich gehe hier gerade einen Weg, den bin ich selber noch nicht gegangen. Aber wir können ja vielleicht noch was entdecken und ich kann noch ein bisschen mit euch quatschen. Ich muss sagen, es ist schon komisch, wenn die Leute dann halt einen anschauen, wenn man hier mit dem Handy redet. Aber scheiß drauf. Ja, ansonsten, wie geht's weiter? Ich hatte auch erwähnt, eben in der Aufnahme, die leider verworfen wurde, was mich total aufregt. Aber so habt ihr wenigstens noch so ein bisschen was von Büttgen sehen können, auch wenn es nicht gerade viel ist. Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht drumherum gehen und hier hinten dann nochmal zum Bahnhof irgendwie. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber wir können noch so ein bisschen unterwegs quatschen. Wenn schon länger kein Pedi-on-Tour-Video kam, dann kann ich euch das jetzt vielleicht bieten, sag ich mal. Denn, ja, das mit der SD-Karte, es ist so bescheuert. Erst hat sie so nicht funktioniert, dann hat sie so nicht funktioniert, aufgrund dessen, weil du die scheiß YouTube-App nutzt, nur um das Video direkt dann quasi dort zu platzieren. Aber ich werde das jetzt nur noch so aufnehmen und dann selber hochladen. Es ist total bescheuert sonst. Ich hatte nämlich öfter mal die Möglichkeit, wo ich das hätte machen können, aber es hat nie funktioniert. Und das hat mich so ein bisschen eingeschränkt, deswegen kam auch kaum Paddy on Tour. Außerdem, ja, so im Winter ist halt natürlich manchmal ein bisschen scheiße, das kann man natürlich nachvollziehen. Man möchte ja auch, ja, Sonnenschein sehen und ein bisschen, ja, ich sag mal, positivere Vibes spüren. Aber so ist das eben. Ja, also, ihr habt es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber ich bin an einem Top 20 Video am werkeln. Ich habe es schon des Öfteren erwähnt. Ich habe mich endlich in Bewegung setzen können, das anzufangen, also richtig. Und es geht über 3 Stunden. Es ist aber nicht die Standardqualität, die ihr sonst von mir vielleicht erwarten könnt, aufgrund meiner Audio, ich sag mal, Verhältnisse, meiner Schnelligkeit beim Reden. Ihr müsst wissen, ich habe diese Top 20 habe ich an einem Stück in der Audiospur aufgenommen. Und das ist, wenn ich ehrlich sein soll, richtig hart gewesen. Also es ist ein bisschen ruhiger, das Video. Das ist halt nicht zu vergleichen mit dem Animagic Video, sag ich mal. Ist jetzt so mein eigenes Feedback an mich selbst, sag ich mal. Und ich sag jetzt zu viel, sag ich mal. Nee, klar. Aber es ist fast fertig. Es hat wirklich einige Zeit gedauert, weil über 3 Stunden Videomaterial aufgrund der Audiospuren ist schon heftig. Ich muss jetzt nur noch quasi Videoschnipsel reinschneiden und dann ist fertig. Ob das jetzt schon diese Woche noch kommt, glaube ich nicht. Ich glaube eher nächste Woche. Aber ich halte euch auf den Laufenden. Beziehungsweise ihr werdet es ja dann sehen. Da steckt sehr viel, ja, ich sag mal, nostalgische Liebe drin zu den ganzen Videospielen. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir sag, ja, da, ja, ich wollte es als erstes dann doch nicht machen, hab's dann doch gemacht, weil ich hatte halt schon gewisses Vormaterial dafür erstellt, wo ich auch schon sehr lange dran saß. Und deswegen hatte ich echt überlegt, ob ich das mache oder nicht. Aber ganz im Ernst, Leute, so mit YouTube wird nicht mehr so viel kommen. Außer halt dann die Twitch-Sachen und ich werde das dann auch als Let's Plays hochladen. Ich überlege auch, vielleicht ein paar andere Sachen einfach zu beenden.
auch wenn sie jetzt noch nicht beendet sind, dass ich sie beende. Weil ihr müsst wissen, ich habe jahrelang schon in die Sache rein investiert an Zeit. Und ich bin auch jedem dankbar, der sich die Sachen dann anguckt und dem das gefällt und der mich schon so lange begleitet. Ich werde wahrscheinlich nie komplett aufhören. Aber ich sag mal so, es gibt noch andere Dinge im Leben, die ich in Erfahrung bringen möchte. Und ich werde dieses Jahr 30. Und ihr müsst bedenken, ich mache die YouTube-Sachen und so mache ich jetzt schon 8 Jahre lang. Und dann sollte man an einen Punkt kommen und sich fragen, was willst du mehr, beziehungsweise was machst du lieber? Möchtest du ja noch neue Dinge an dir herausfinden, etc.? Das kannst du nur machen, wenn du bei anderen Dingen halt loslässt. Und deswegen ist das auch verdammt wichtig. Aber was soll ich dazu sagen, ne? Jeder entscheidet für sich selbst. Aber das ist total wichtig. Oder zum Beispiel, ich bin ja in so einer Nintendo Switch Gruppe, so auf Facebook. Und die sind alle am rumhaten, ja, Nintendo bringt ja dieses Jahr nichts mehr und bla. Und ich denke mir einfach, ja, dann ist es halt so, ne? Vielleicht haben die ja auch irgendwelche Probleme oder sonstiges. Man muss ja nicht immer alles preisgeben, sag ich mal. Und zum Beispiel das neue Paper Mario ist ja auch nicht so meins. Ne? Deswegen, vielleicht bin ich auch gar nicht mehr die Zielgruppe. Weil irgendjemand muss ja auch, ich sag mal, Kinder bedienen. Und das machen ja die anderen Konzerne nicht so krass. Und da ist quasi Nintendo dann schon eher dafür da, sag ich mal. Das heißt noch lange nicht, dass jeder dann kindisch ist, nur weil er jetzt die Sachen von Nintendo spielt. Gar keine Frage, ist halt nicht so. Aber das sind halt so die Dinge, weil die waren am Rumhaten wegen der Mini-Direct, was ich verstehen kann, weil die jetzt halt nicht so gelungen ist, wie die das gerne hätten. Also die Konsumenten, sag ich mal. Und da kommen wir auch wieder auf das Thema. Die Leute wollen immer nur noch schnell, schnell, schnell. Und dann ist es doch kein Wunder, dass Nintendo sich da querstellt und einfach ihr eigenes Ding macht. Wenn man von überall nur negatives Feedback bekommt. Feedback ist natürlich das A und O. Aber sich als Eltern der Firma auszugeben, ist absolut nicht richtig. Die wissen selber, was sie machen oder auch nicht. Und niemand ist halt perfekt. Natürlich können sie jemanden einstellen, damit das Internet besser ist, etc. Oder ja, jemanden dafür bezahlen. Aber ist das vielleicht auch die Sache, dass Nintendo das überhaupt will? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht machen sie es einfach nur, dass wenigstens online trotzdem verfügbar ist. Aber das war deren, ja, das war nie deren Weg, sage ich jetzt mal. Versteht ihr? Nur weil andere mitschwimmen, müssen nicht alle gleich mitschwimmen. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Und wir sollten ja glücklich sein, dass online schon funktioniert. Aber, was aber eine Kritik ist, die ich auch verstehen kann, dann sollten sie das vielleicht kostenlos machen. Ja, irgendwie kostenlos oder sogar noch günstiger. Weil, ja, ganz oder gar nicht so nach dem Motto. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich vielleicht meine. Kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen falsch rüberkam, aber ihr müsst wissen, es ist so warm. Ich hoffe, die Message kam trotzdem irgendwie an. Ja, hier ist auch wieder der Bahnhof. Wir gehen jetzt nochmal an der Sparkasse vorbei. Da gucke ich mal, was für einen Zug ich nehme, dass ich nach Hause komme. Weil später um 19 Uhr, ihr wisst, Livestream DK Donnerstag. Heute kommt Donkey Kong Land 3. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit ich komme. Ob der Teil doch einfacher war, als ich ihn in Erinnerung habe. Aber ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Weil ich meine, auch da habe ich wirklich schon, ja, was zu knabbern gehabt. Gut, dann würde ich sagen,
Wir haben sogar die 20 Minuten voll bekommen. Das war nicht mal meine Intention. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, einen Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Pedi und Tour in der Natur mit Pedi und Tour. Ihr wisst Bescheid, haut rein.